Er ist einer der bekanntesten und international erfolgreichsten deutschen Modedesigner. Er ist einfach ein Gesamtkunstwerk. Ich freue mich jetzt auf das Treffen mit Wolfgang Jung. So sieht Europa aus. Europa trägt Punsch. Der Anzug ist der Anzug, den Julian Schnabel erfunden hat, der Pyjama. Mhm. Und dazu trage ich Damien Hirst und Schmuck von kleinen Kindern. Nun wollen wir heute über europäische Mode und auch deren Einfluss reden. Was ist denn überhaupt europäische Mode? Gibt es sowas? Es gibt einfach doch einen anderen Approach zur Mode und zur Physis. In Amerika war es immer wichtiger, sich physisch darzustellen. Ganz so schlimm ist das in Europa noch nicht, denn in Europa gilt immer noch das, was du im Kopf hast. Nicht nur das, was du irgendwo auf dem Konto oder unter der Kleidung hast. Früher war Europa, vor allem natürlich Paris, total stilprägend. Wer prägt denn heute die Mode? Ganz stark sind wir natürlich beeinflusst von Asien, die immer schon einen anderen Körperkult hatten als wir. Die Geisha hat sich hinter ihrem Make-up, ihrer Schminke entsexualisiert. So wie sich heute sehr viele junge Menschen in einer Camouflage des Tattoos, der körperlichen Veränderung befinden. Mittlerweile leben wir in dem Begriff Lost in Translation. Ich glaube nicht, dass wir dieses Esperanto, dieses physische Esperanto noch verstehen. Also nehmen wir uns ja auch permanent von Randgruppen, die uns optisch irgendwie aufregen, ganz schnell irgendetwas und tragen es, kombinieren es, aber es beschreibt keinen Anlass, es beschreibt keine Gesellschaft. Die Gesellschaftslosigkeit wird eigentlich beschrieben. Die Sneaker, die Sie tragen, ja, und ich sage mal, Ihnen geht es relativ gut, die könnte ja eigentlich auch der arbeitslose Spanier tragen. Nein, der trägt sie nicht. Der trägt sie ganz neu. Der trägt sie von einem Fashion-Label, da steht dann Gucci dran oder Prada mit so einem roten Zettel, den man von Weitem erkennt. Der trägt das gar nicht. Denn nur der, dem es wirtschaftlich gut geht, spielt mit Armut und Schmutz und Löchern in der Klamotte. Wenn Europa ein Kleidungsstil oder Accessoire wäre, welches wäre es? Also es gibt ja nur ein einziges Kleidungsstück, was Europa wirklich beschreibt und was nie aus der Mode kommt, das ist das Dirndl. Weil das auch was Handfestes und was sehr Weibliches hat. Und das Dirndl ist eben etwas, was seit dem Barock bis heute sich nicht verändert hat. In Ihrer Autobiografie, jetzt gucke ich mal, heißt es: Mit all den Dingen, die ich tue, versuche ich, das Glück so zu unterhalten, dass es einen Moment länger bleibt. Was muss denn Europa tun, um sein Glück zu erhalten oder zurückzubekommen? Ich wünsche, dass in Europa sehr früh eine Bescheidenheit Mode wird, dass man bewusster mit den Dingen umgeht. Ich werde meinen Hund nie erziehen können, Vegetarier zu werden. Aber ich werde es ihm zuteilen, dass er nicht so fett und faul rumliegt, wie er es gerne tut. Es gibt ja eine große Irritation seit der Finanzkrise, was den europäischen Traum angeht. Ist Europa aus der Mode? Ich glaube nicht, dass Europa aus der Mode ist. Weil Europa kann, glaube ich, Albträume anders beschwören als Amerika. Amerika erfindet sofort das Rezept dagegen, die Pille dagegen und die Lösung angeblich. Aber mittlerweile nehmen wir ihnen diese Pille nicht mehr ab. Und so trennt sich Europa wieder und zieht sich zurück auf das, was Europa anders kann, nämlich reflektieren. Herr Jupp, vielen Dank für dieses Gespräch, vielen Dank für die viele schöne Mode, die Sie uns schenken und vor allem aber für die viele Inspiration. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Danke.